Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen an Bord des Floßes Richtung Untergang. Moin, ihr Lieben. Ich habe wieder mal Navigationsschwierigkeiten. Es ist echt verwunderlich, mir geht es im echten Leben nicht so, aber ich habe hier in diesem Spiel nichts, an dem ich aber wirklich nichts, an dem ich mich wirklich zu 100% orientieren kann. Und deswegen tue ich mich so schwer, weil es kann theoretisch ja alles gleich aussehen und man merkt es nicht mal. Du nimmst es nicht mal wahr. Du fährst da rum und sagst, oh, das habe ich noch nie. Doch, das habe ich schon mal gesehen. Aber hier war ich doch noch gar nicht. Ach, ich kann es euch nicht sagen, wo ich jetzt lang fahre gerade. Nordosten bin ich jetzt gefahren. Ist das schon diese Insel? Aber ich bin an keiner vorbeigeschippert. Ich muss mal... So, hier ist jetzt weit und breit nichts. Ist es die? Muss ich... Ach ja, klar, ich muss an der vorbei. Nee, ich muss an der vorbei. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt? Nordosten ist in die Richtung. Aber ich muss jetzt eigentlich nach Osten. Hä, was war das? Oh, ich bin komplett verwirrt. Da hinten ist unsere Insel. Unsere Insel liegt komplett im Westen von hier. Also, so, sind wir, dann bin ich wohl hier gelandet. Nee, ich schaue an der Insel vorbei gerade. Das muss die sein. Oder ist es die? Sorry, Leute, die Karte wieder. Wenn ich nach Westen schaue, sehe ich unsere Insel. Dann bin ich wohl doch an der. Dann müsste ja die Insel jetzt nordwestlich sein eigentlich, die ich suche. An der ich eigentlich vorbei wollte. Und... Oh Gott. Leute, ich bin so lost manchmal. Ich habe irgendwie Angst, dass ich jetzt plötzlich in das Revier von dem Boss komme und der Boss attackt uns direkt so, weil ich Losty hier wieder rumfahre wie ein Vollholz. Gott, was für eine Aussage. So, ich fahre jetzt direkt auf unsere Insel zu und das ist wer westlich. So, ich fahre direkt auf unsere Insel zu und das wäre westlich. Oh Gott, ich bin hier gelandet. Dann muss ich jetzt in die... An die Insel hin. Okay. Dann fahre ich jetzt mal zu der. Vielleicht kriegen wir es hin. Wenn dann die Himmelsrichtung zu unserer Insel stimmt, dann könnte das ja klappen. Was ist jetzt eigentlich? Och, wir hängen auf einem Fels, ne? Natürlich, wir hängen auf einem Fels. Jetzt geht das wieder los. Ja, okay. Hängen wir immer... Lost Zender heute. Und ich glaube, an der Insel wollte ich ursprünglich eigentlich vorbei und habe mich einfach verguckt. Ja, ich glaube, hier sind wir auch vorhin reingekommen. An der Insel wollte ich ursprünglich vorbei, dann wollte ich wahrscheinlich zu der hier. Aber wir richten uns mal aus, denke ich. Mal.
Ja, aber ich glaube, das ist auch die Richtung, in die wir selten fahren, also. Hier in die Richtung muss das Schiff Wrack irgendwo sein, das große. Von dem Frachtschiff, aber ja, ich glaube, das ist, so ist es richtig. Und hier irgendwo im Nirvana ist hier auch der Bosskampf. Und den will ich natürlich nicht antreten. So, und jetzt richte ich mich mal aus. Und das ist südwestlich, das ist das Gegenteil von Nordosten. Und dann passt das auch. Das wäre dann die Insel gewesen und ich wollte zu der und dann zu der und von dort aus den Boss bekämpfen. So sieht es nämlich aus. Mit dem Gyrocopter kann man sich aber auch viel einfacher orientieren, weil man immer den Blick auf den Kompass hat. Aber naja. Weil die Insel, die müsste jetzt weiter nordöstlich liegen, ja genau. Und von der aus dann nach Osten, das heißt zu dieser. Oh Gott. Leute, es tut mir leid. Das ist alles verwirrend. Also ich kann euch nur so viel sagen. Im echten Leben fahre ich ein-, zweimal wohin und dann kenne ich den Weg auswendig und finde beim nächsten Mal halt einfach sofort dahin. Vielleicht nicht unbedingt genau dahin, wenn es mitten in der Stadt ist oder so. Aber ja, keine Ahnung. Den Weg dorthin bis kurz vor der Haustür, den finde ich, aber meistens scheitert es dann eher an dem ganz genauen Weg. So, hier und dann fahren wir zu der. Boah, hier ist ja echt viel, viel nichts. Hier ist ein Wal. Boah, ich bin gespannt, was uns erwartet für den Boss. Ich bin sehr gespannt, Leute. Jetzt hätte ich gern irgendwie den Gyrocopter dabei, um Ausschau zu halten. Wo denn das Böse abhängt. Was ist das da hinten? Hm, hier. Ist das ein Schiff mitten auf dem Ozean? Das wird sein. Denke ich mal. Na, Krabbis? What's poppin? Ja, hier gibt es aber jetzt auch nicht unbedingt was Besonderes. Oh. Muss das jetzt sein? Bei dem Wetter können wir nicht kämpfen. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich warte, bis der Sturm aufgehört hat. Oder vielleicht dann, je nachdem, auch bis zum nächsten Tag. Bis gleich. So, ich bin etwas aufgeregt, weil ich nicht weiß, was uns jetzt erwartet. Aber das Spiel ist gespeichert. Und wir bewegen uns in Richtung Boss-Icon. Ich glaube, dass es das ist, was da vorne so friedlich aus dem Wasser ragt. Vielleicht wird unser Floß jetzt auch in die Tiefe gerissen von einem riesen Kraken. Aber ich glaube, das ist tatsächlich die nächste Boss-Area. Der nächste Battle. Bin, glaube ich, vorbereitet. Wir fahren noch näher ran. Das ist... Oh. Luska der Große. Ich weiß halt jetzt auch gar nicht, was im Wasser auf uns lauert, so.
Es wird uns schon gleich fressen, denke ich. Weil das Wasser ist noch ziemlich beschissen. Um reinzuschauen oder reinzugehen jetzt auch. Gott, wir haben nur dieses Ding. Oh, Leute, ich weiß nicht. Soll ich reinspringen? Geronimo! Ist mich da drauf? Und wo ist der? Der Boss? Muss man hier irgendwas machen, dass der kommt? Ich habe Angst, dass ich gleich so megamäßig erschrecke. Ich bin total aufgeregt. Was ist das? Wo ist... Ach, das! Oh Gott! Oh Gott! Was ist das? Ah! Ich blute. Oh Gott, was ist das denn für ein Bossfight? Der nimmt uns wieder mit. Help! Gott. Oh Gott, nein! Was ist das denn für ein Bossfight? Jetzt tut es wieder, okay. Soll man denn das schaffen? Luska, du Sau! Oh Gott, wir sterben auf jeden Fall. Hä? Dude! Ich hab halt alles erwartet, nur nicht das. Boah, jetzt hat er uns wieder. Ja, okay, das... So geht das nicht. Oh, was war das denn? Wow. Wow, was ist das denn für ein Bossfight? Der ist ja hardcore verbuggt, der Boss. Wie soll man denn... Also, sorry, aber... What? Also so wirklich, what? Nun ja. Soll das heißen, dass wir einfach den mit der Axt töten müssen oder mit dem Speer? Uns immer von dem fangen lassen vielleicht? Vielleicht ist das nicht ein Weg, den man gehen kann? Weil ich glaube, mit dem Speergewehr schaffen wir den Boss nicht. Also, beim besten Willen so. Oh mein Gott, ich dachte mir zuerst so, hä, was ist hier los? Wo bin ich? Und dann tauche ich da runter und der hängt da wirklich dran.
Luska, der Große. Again. Dann. Vielleicht sollten wir es einfach so mit dem Speer probieren. Wo ist er? Oh nein. Ach, der zieht uns da runter, ne? Okay, so ging's vielleicht. Blut. Alter, ich check gar nicht, was abgeht, Mann. Das ist... Oh mein Gott, das geht wahrscheinlich echt nur mit dem Speer, Mann. Der hat uns halt schon so weit weggezogen von dort. Boah, ich hasse das. Dieses... Im Meer geschwimme, ich hasse es. Also ich liebe es in real life, aber ich hasse es in diesem Spiel. Okay, ich glaube, wir müssen den tatsächlich so an der Oberfläche, können wir den bekämpfen. Ganz gut. Oh, jetzt hat er uns wieder. Oh, der zieht uns immer halt Kilometer weit in die Tiefe, ne? Und jetzt weiß ich nicht mehr, wo es hier ist. Okay, wir haben ihn zumindest halb und unsere Arme sind komisch. Okay, wir haben es zumindest halb. Oje. Fortfahren. Wir haben es zumindest halb geschafft. Oder ist die Axt besser? Wenn er uns fängt. So, ich mach mal 1 Speer, 2 Axt, 3 das und 4 die Bandage. Wir sind eigentlich komplett auf Stand. Probier's mal. Achso, Boah, der ist ja richtig affig. Da muss man, glaube ich, switchen einfach ständig. Switchen. Switchen ist der. Ist der. Der Weg wahrscheinlich. Das ist der Weg. Und an der Oberfläche schwimmen, nicht tief. Weil, wenn der uns einmal so packt, dann bluten wir. Und ich. Das macht gar nicht so viel Damage, aber wir müssen ihm halt eher Damage machen. Und vielleicht durch den Schwung von der Axt treffen wir den eher dann, als mit dem Stechen von dem Speer. Kann ich mir halt vorstellen. Weil vielleicht ist die Hitbox auch auf den Tentakeln und nicht nur auf den... nicht nur am Kopf quasi. Boah, Tiefseeviecher sind halt... Ich weiß nicht, was... Ich hab da so ein Gefühl halt.
So, wir schießen den an. Und jetzt weiß ich nicht, wo er ist. Oh, oh, der fährt direkt durch uns durch. Jetzt hat er uns. Oh Gott, die Axt. Okay, die Axt ist es nicht. Okay. Ja. Denkt ihr, ein Kalamar oder so macht wirklich solche Geräusche? Ich glaube, ich kann das auch wieder so ein bisschen als Schutz nehmen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen so gedacht, so dass man die Umgebungsteile da so zumindest ein bisschen als Schutz nimmt. Oh nein! Wow! Aber der ist schon härter als der. Weg. Bin leider nicht Jason Statham. Und gegen Mac. Oh nein, er hat uns. Wir müssen uns drehen. Drehen, 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 drehen. Wo ist das Ding? Ich muss wieder dahin. Oh Gott, jetzt hat er uns erwischt. Ah, er stößt uns runter dann, okay. Er stößt uns runter. Wir müssen... Wir sind full life. Oh Gott, wir könnten es schaffen. Aber das Wetter wird jetzt schlechter. Ich sehe ihn nicht mehr so gut. Mein Speer sieht ihn scheinbar auch nicht mehr so gut. Wo ist denn das? Scheiße, ich habe keinen Gaze mehr. Oh nein, Mann. Oh, das heißt ja jetzt, das ist doch gescriptet, Mann, das mit dem Wetter. Das gibt's doch nicht, Mann, dass immer das Wetter umschlägt. Okay. Oh Mann, der war gut. Der war besser als vorher. Ach Mann. Ich glaube, das Wetter, das ist doch... Das Wetter, das muss doch gescriptet sein. Zu schlecht. Entschuldigung. Lag jetzt nicht unbedingt am Wetter, sondern eher an mir. Ich glaube, ich sollte nicht gleich die Bandagen verwenden. Natürlich haben wir auch nicht genug dabei. Was ja auch mal wieder klar war. Das ist so typisch. Ich, wenn wir hier Stoff finden. Nein, das kriegen wir schon hin. Also das ist dann so ein bisschen random. Halt, ich benutze nur 1 und 2 und 3 für die Gaze. Okay. Gase.
Und dann... Also ich glaube, dass wir den hauptsächlich mit dem Speer dran kriegen. Da waren jetzt natürlich einige Hits dabei, die ich richtig verkackt habe. Und ich habe natürlich die Boje nicht mehr ordentlich gesehen. Was mir das Ganze halt noch erschwert hat. Noch zusätzlich unnötig erschwert hat. Dass die Boje halt einfach dann... Ja, ich weiß nicht. Also ich habe immer das Seil gesehen von unserem Anker, aber halt das, was wirklich wichtig war, nicht mehr. Ich habe nur das Gefühl, wenn man mit dem Speergewehr, der bestraft einen dafür, dass man mit dem Speergewehr auf ihn schießt, indem er dann halt diesen Tentakel-Grip macht. Nicht. Ah, er ist hier. Oh Gott. Er zieht uns da auch weg, lol. Okay, cool. Wir müssen uns eigentlich direkt wieder an dem Ding orientieren. An der Boje. Und die nutzen, glaube ich, vielleicht auch die Kette. Nee, der fährt direkt hier durch. Och Mann, das ist so blöd von der Steuerung. Uff. Ja, okay. Na du? Oh Gott. Wow, bis ins Weltall. Leute, ich mache noch ein paar Tries. Wir sehen uns dann hoffentlich, wenn er besiegt ist, wieder. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit einem hoffentlich besiegten Boss. Macht's gut. Ciao.